So, ganz kurz zur Information. Wir fangen jetzt mit dem offiziellen Ligen an. Wir haben einen Ranking-Boxkampf hier und zwei Titelkämpfe. Durch Zufall sind wir der Michael Lauron, der ist Ringsprecher, kommt aber gar nicht aus der Stadt, aber geschäftlich Termin hier. Und den habe ich jetzt gerade mal eben dazu verpflichtet, dann halt eben die Ansage zu machen. Aber man muss dazu sagen, ich mache das einfach auch gerne, weil ich habe früher auch mal hier in Essen gewohnt, ja, und bin auch immer der Meinung, ne, nur der RWE, und da bin ich auch ein Anhänger von, definitiv. Und jetzt machen wir da folgende Ansage. Erstmal schönen Dank für das zahlreiche Erscheinen. Wie gesagt, ich bin überfallen worden, aber wie gesagt, ich mache das gerne für Patrick Korte und für euch. So, wir rufen jetzt erstmal zum offiziellen Wegen. Alexander Kalaschi, einmal bitte nach vorne zu gehen. Einen Applaus mal bitte. Saudi, bitte einmal. Ein Applaus, bitte. Genau. So. Beide haben ein Kampfgewicht. Alexander Kalaschi wiegt 72 Kilo. Elias Saudi hat ein Gewicht von 72,1. Ein Applaus für beide. Ich denke mal, das wird ein interessanter Fight. Auch ein bisschen kräftiger, ne? Oder jetzt aber einen richtigen Applaus. Komm, Face-to-Face. Genau. Face-to-Face. Dann die von der Seite bringen wir nichts. So, liebe Boxer-Freunde, jetzt geht's weiter. Es geht jetzt wirklich zwei Kämpfer rein. Es geht dabei um eine Europameisterschaft. Skelpin Ademay, ein Applaus bitte. Und ich suche dann bitte noch Akbar Tamim bitte aus Tansania. Ein Applaus. Foto oder Video? Beides, so kurze Videos sind nicht.
So, bei dieser Kampfpaarung geht es um eine Europameisterschaft. Ich denke mal, das wird ein sehr interessanter Fight. Also heute. So, jetzt geht es um den Interconti-Titel. Ciao. Jörg Alexandro Arias. Einmal bitte nach vorne. Ein Applaus bitte. So, liebe Boxerfreunde, und jetzt möchte ich es knallen hören. Jetzt rufe ich euren Jungen, Patrick Korte, einmal in den. Fotos. Extra für die Jungs. Für den Zeitpunkt auch nochmal. So, liebe Boxer-Freunde, freut euch auf morgen. Ich denke mal, beide sind gut durchtrainiert, Patrick ist gut durchtrainiert. Es wird einfach sehr interessant. Es geht um einen Interconti-Titel und ich würde, wie gesagt, ich drücke beide Daumen, viel Erfolg. Und im Prinzip, entschuldigt nochmal, ich war selber ein bisschen überfahren, aber es ging ja einigermaßen. Ne? Ich danke euch. Ich gehe hier mal richtig noch rein. Ich denke hier, aber die Bank hat ihn nicht mehr. Gewicht gemacht. Ich kann sagen, hier riecht es irgendwie nach. Also für diese Herren müssen wir entschuldigen, der Rest der Mannschaft ist vor. Ja.